Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Zeit ist überreif für ein Aufleben der Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Moskau. Nach 25 Jahren offizieller Städtepartnerschaft und noch deutlich länger währender Freundschaft zwischen Moskau und der Hauptstadt der DDR, auch in den Zeiten des Kalten Krieges, gab es in den letzten Jahren, 5 Jahren, eine Eiszeit in den Beziehungen beider Städte, die es endlich zu überwinden gilt. Dafür ist die Botschaft dieses Antrages unbedingt unterstützenswert. Wer in diesen Tagen des Mais und des Aprils durch unsere Stadt geht, bemerkt, es sind russische Wochen in Berlin. Gedenken, erinnern, trauern, auch feiern findet statt zwischen Berlinerinnen mit russischen Wurzeln und vielen Nachbarinnen, gemeinsam an den Gedenk- und Erinnerungsorten unserer Stadt. Die dabei ausgetauschten Gedanken und Erfahrungen verbinden und fördern die Zusammengehörigkeit. Das sollte genutzt werden, auch um die Städtepartnerschaft Berlin-Moskau mit neuem Schwung zu belegen. Warum die Koalition das erst jetzt macht, wenige Wochen vor Ende der Legislatur, bleibt mir ein Rätsel. Und die Kritik, die Herr Lehmann-Brauns ja hier berechtigterweise geäußert hat, hätte wahrscheinlich schon viel eher benannt werden müssen und ausgestritten werden müssen. Denn bereits vor 2 Jahren hatte zum Beispiel meine Fraktion nachgefragt, wie denn der Senat das 25-jährige Jubiläum zu begehen gedenke. Die Antwort war Schweigen. Und bis heute bleibt die Senatskanzlei eine Antwort schuldig. Vielleicht liegt darin ja die größte Bedeutung des Antrages. Der eigene Senat wird durch die Regierungskoalition aufgefordert, nun endlich aktiv zu werden. Die Partnerschaft zu beleben, macht nur Sinn, wenn die Bürgerinnen und Bürger das machen. Der Senat muss dafür den Rahmen schaffen. Es sollten vor allem junge Leute, Schülerinnen und Schüler, Studierende einbezogen werden. Der Austausch von Sportaktiven muss stärker unterstützt werden, auch finanziell. Und ja, natürlich auch ein Journalistenkongress findet seinen Platz. Aber völlig fehlt in dem Antrag die gemeinsame Erinnerungsarbeit an den Rassenwahn der Nazis, der unser Land und unsere Stadt in den Abgrund geführt hat und über 20 Millionen Opfer unter den Völkern der Sowjetunion gefordert hat. Es fehlt die Zeit des Erinnerns an die Blockkonfrontation, die unsere Stadt über 28 Jahre geteilt hat. Kultur und Dialog zwischen Nichtregierungsorganisationen und Zivilgesellschaft finden wir leider nicht. Ich finde, der Antrag kann besser gemacht werden. Wir sollten das in den Ausschüssen tun. Und, um es vielleicht mal auf gut Russisch zu sagen, «Когда мой хочем и тот, мы будем сделать». Das здравствует дружба наших городов. Danke Ihnen.